Wenn du Online-Waren verkaufst, wie zum Beispiel auf Amazon oder eBay, dann kommen da sicherlich viele Kosten zusammen. Diese müssen kalkulatorisch natürlich erfasst werden. Ich möchte dir in diesem Video zwei Excel-Tabellen zeigen, wie du auf einfache Weise deine Kosten erfassen kannst, um am Ende zu sehen, wie viel denn überhaupt für dich übrig bleibt. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wie immer zeige ich dir das an meinem Notebook. Lass uns loslegen. Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr dabei seid und wie im Intro schon angesprochen, möchte ich hier die zwei Tabellen vorstellen, wo wir die Kosten einmal erfassen, um zu verstehen, was uns denn am Ende überhaupt übrig bleibt. Das Ganze werden wir uns anschauen und die Marge errechnen, die aber vor Steuer entsteht. Das heißt, Steuern wie Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und so weiter, die werden wir hier nicht berücksichtigen. Denn das wird in den Folgevideos dann stattfinden, das wäre dann zu umfangreich. Deshalb, wir schauen uns hier ins Detail die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer an und berechnen diese schon mal von unserem Umsatz ab. So, wenn du Kleinunternehmer bist, dann gilt diese Berechnung für dich erstmal hier nicht. Also du kannst die zweite Tabelle auf jeden Fall nutzen. Die erste Tabelle müsstest du für dich individuell anpassen. Aber in der Regel, wenn man nicht umsatzsteuerpflichtig ist, ist das Ganze sehr simpel. In dem Falle möchte ich hier eine Tabelle zeigen. Diese Tabelle ist für die, die umsatzsteuerpflichtig sind, eher geeignet. Und das Ganze schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Vorab gesagt, beide Tabellen, die ich euch hier zeige, werde ich unten in der Beschreibung verlinken, so dass ihr über einen Download-Link diese herunterladen könnt und diese eventuell für euch nutzen könnt. Ihr könnt diese anpassen, wie ihr wollt, und das Ganze hier für euch individuell verbessern. So. Schauen wir uns mal an, wie diese Tabelle überhaupt hier aufgebaut ist. Wir haben hier den ersten Teil, wo hier die Mehrwertsteuer berechnet wird. Sieht alles sehr kompliziert aus, werde ich aber sofort direkt erklären. Dann haben wir den nächsten Teil mit einem Bild. Ihr könnt hier, wie gesagt, diese Tabelle auch wie so eine kleine Warenwirtschaft nutzen. Und zwar könnt ihr hier ein Bild festlegen, ihr könnt eine EAN-Nummer hinzufügen, ihr könnt eine Modellnummer hier hinzufügen, ihr könnt den Status, ob es auf Lager oder nicht auf Lager ist, wie viel davon auf Lager ist und dann dementsprechend auch hier gesamte Einkaufswerte, Gesamtverkaufswert und dann die Gesamtmarge, also den Gewinn errechnen für dieses Produkt. So, ihr könnt natürlich hier alles hinzufügen und individuell, wie schon gesagt, für euch bearbeiten. Schauen wir uns den ersten Teil einmal an. Wie genau möchten wir hier denn herausfinden, wie wir die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen müssen? Denn man muss verstehen, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, dann darf man auch die Vorsteuer ziehen. Das heißt, man kauft irgendwo was ein. Es wird dir die Mehrwertsteuer berechnet von aktuell 16%. Dann kannst du diese vom Finanzamt als Vorsteuer natürlich ziehen. Das ist den meisten definitiv schon bekannt. So, wenn du aber jetzt etwas verkaufst mit einem kleinen Aufschlag, weil du möchtest ja auch einen Gewinn erzielen, dann wirst du sicherlich mehr Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer wieder ans Finanzamt abführen, als du vorher als Vorsteuer bekommen hast. Und das Ganze rechnen wir hier aus, wie viel denn wir jetzt ans Finanzamt mehr an Umsatzsteuer abführen müssen, um diese schon mal bei der Kalkulation beim Gewinn berechnen zu können. So, und das wird wie folgt aufgebaut. Also in der ersten Spalte trägst du deinen Nettoeinkaufspreis ein. Ja? Zuerst einmal auch gesagt hier, die blauen Felder sind die, die du selbst eintragen kannst. Die grauen Felder, die sind die, wo schon Funktionen festgelegt sind und Berechnungen stattfinden. Die grüne hier ist auch, wird berechnet, hier wird der Gewinn dann quasi ermittelt. So, also in der ersten Spalte trägst du deinen Nettoeinkaufspreis ein. Ich habe hier 30 Euro zum Beispiel stehen. So, dann müssen wir verstehen, wie viel Umsatzsteuer müssen wir denn darauf bezahlen. Aktuell mit 16% sind das dann 34,80 € Bruttoeinkaufspreis. Ja? Dann möchte ich herausfinden, wie viel davon denn jetzt wirklich
die Vorsteuer ist, die wir vom Finanzamt wiederkriegen. Und das ist in dem Falle die 4,80 €. Also Einkauf, Mehrwertsteuer, 4,80 € ist da drin enthalten. Ganz klar. So, des Weiteren müssen wir einen Verkaufspreis festlegen, der der Endkunde dann bezahlt. In dem Falle Verkauf brutto 140 €. So, von den 140 € wollen wir jetzt auch herausfinden, wie viel ist denn da Mehrwertsteuer enthalten. Und das ist, wird hier berechnet, wenn wir die Zelle mit den 140 € geteilt durch 1,16 ergibt dann die reine Verkaufspreis netto. Und jetzt möchten wir wissen, wie viel ist denn da jetzt an Umsatzsteuer enthalten. Und das wird dann hier berechnet. Da ziehen wir einfach vom Verkaufspreis brutto den Verkaufspreis netto ab. Und dann ergibt das 19,31 €, das, was wir quasi ans Finanzamt abführen müssten. So, und jetzt möchten wir wissen, wie viel ist dann dazwischen Differenz, was wir jetzt abführen müssen ans Finanzamt an Umsatzsteuer und was wir vorher bekommen haben. Und bekommen haben wir die 4,80 € als Vorsteuer. Und dann ziehen wir natürlich einfach die 19,31 € minus die 4,80 € ab. Und das ergibt dann 14,51 € werden wir rein effektiv ans Finanzamt wieder abgeben. So, und das Ganze wird dann so berechnet, dass wir den Einkauf brutto, die 34,80 € plus die Differenz von der Mehrwertsteuer, die jetzt ans Finanzamt fließt, 14,51 €. Und das ergibt 49,31 € ist dann der Warenwert plus die Mehrwertsteuer, die zuzüglich dann ans Finanzamt abgeführt wird. Ergibt 49,31 €. So, und dann ist natürlich die Marge einfach zu berechnen. 140 € Bruttoverkaufspreis, der der Kunde bezahlt, minus Warenwert plus Differenzumsatzsteuer ergibt 90,69 € Marge. Sehr viel, wie ich finde, natürlich, aber das ist halt eine beispielhafte Berechnung hier. So, und dieses Feld ist natürlich sehr wichtig. Warenwert plus Umsatzsteuer, das müsst ihr definitiv hier euch markieren. Und diese Summe wird jetzt in der nächsten Tabelle eine große Rolle spielen. Die nächste Tabelle, die sieht wie folgt aus. Diese könnt ihr natürlich auch für euch individuell anpassen, wie ihr wollt. Ich habe das hier mit Quartalumsatz und Jahresumsatz festgelegt. Wenn du zum Beispiel quartalweise deine Abrechnungen machst, dann ist das sehr optimal. Du kannst das hier aber auch monatlich machen und kannst das hier jeweils in den ja, Untertabellen hier festlegen. Siehst du hier unten. So. Ja, wie sieht das Ganze hier aus? Das ist quasi dann die letzte Kalkulation, die man hier führt. Und zwar kann man hier eine Spalte, habe ich hier mit Rechnungsnummer, ja, kannst du eintragen. Dann der Name, Artikelname beispielsweise oder Artikelnummer von mir aus, ja, trägst du dann hier ein, Verkaufsdatum und Bezahldatum. Die können sich unterscheiden, deshalb auch hier zwei Spalten. So, dann ganz wichtig der Umsatz. Umsatz haben wir ja 140 € für diesen Artikel, tragen wir hier ein. Und des Weiteren haben wir hier die Plattform. Auf welcher Plattform haben wir das verkauft? Wir können beispielsweise sagen, wir haben das hier bei eBay verkauft oder natürlich Amazon. Und dann gibt es hier noch ein Feld für eine kleine Bemerkung. Du kannst hier schreiben, Auslandsverkauf zum Beispiel. Oder beispielsweise nutze ich diese Bemerkung auch, wenn diese Position dann storniert worden ist. Dann schreibe ich hier Storno und dann wird das Ganze hier natürlich gelöscht, sodass hier gar kein Umsatz mehr und gar kein Gewinn mehr da ist. Eventuell auch ein kleiner Minus, wenn du beispielsweise dir wieder Kosten entstanden sind. Also. Der wichtige Teil ist der hier, das sind nämlich unsere ganzen Gebühren, die hier anfallen, und zwar Marktplatzgebühr. Hier kannst du mit einer Funktion natürlich so das Ganze berechnen, sobald du hier einen Marktplatz, also eine Plattform eingibst, berechnet er automatisch deine aktuelle ja, Verkaufsgebühr bei diesem jeweiligen Marktplatz. Ja? Und bei eBay, ich habe jetzt hier keine Funktion, bei eBay würde es bei 140 € etwa 15 € Marktplatzgebühr sein.
Dann haben wir hier den Warenwert, zuzüglich die Mehrwertsteuer. Das haben wir ja hier berechnet. Und da, wie ich schon gesagt habe, ist dieser Wert hier sehr wichtig, 49,31. Und den fügen wir hier ein. So, des Weiteren haben wir hier die Versandkosten, beispielsweise 4 Euro Versandkosten an den Kunden. Und PayPal-Gebühr habe ich hier stehen. Es können aber auch andere Gebühren sein, Amazon Pay, Klarna und so weiter. Also Zahlungsdienstleister, die nehmen ja auch Gebühren. Das kannst du hier auch eintragen. Wären ungefähr vielleicht 5 Euro Gebühr bei PayPal. So, dann berechnest du das Ganze hier zusammen, und zwar alle Gebühren gesamt. Solltest du jetzt mehr Gebühren haben und mehr Ausgaben, wie zum Beispiel kannst du hier noch Verpackungsmaterial berechnen und so weiter, kannst du auch eine nächste Spalte noch eröffnen und viele, viele mehr, welche Ausgaben du halt hast dafür. So, ich habe erstmal provisorisch das hier genommen. Und dann haben wir Gesamtgebühr von 73,31. Und jetzt möchten wir den Gewinn herausfinden vom Verkaufspreis minus die Gebühren sowie auch der Warenwert. Und dann haben wir am Ende 66,69 €. Und wie du siehst, hat er das hier oben auch erfasst als Umsatz und als Gewinn. Und das ist natürlich der Gewinn jetzt vor Steuer. Wie schon gesagt, da kommen noch andere Steuern drauf, eventuell auch die, wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, die Einkommensteuer kommt da definitiv noch drauf. Wenn du eine Rechtsform hast, dann kommen da noch Gewerbesteuern, Körperschaftssteuer und was nicht alles noch dazu kommt. Das aber, wie gesagt, in den Folgevideos. So viel zu den beiden Tabellen. Ich hoffe, dir war das Video hier hilfreich und die beiden Tabellen könntest du für dich auch anwenden. Ich sag mal so, es gibt nicht hundertprozentig den Gewinn aus, jedoch kannst du hier anhand dessen schon mal sehen, was du ungefähr an Gewinn erwirtschaftest und dann kannst du dir ungefähr rechnen, entweder ziehst du da noch 30% für eine Rechtsform ab. Oder als Einzelunternehmer musst du natürlich deine Einkommensteuer berechnen, wie viel Einkommensteuer du zahlen musst. Und dann hast du am Ende des Jahres quasi deinen Gewinn, wenn du hier alle Ausgaben erfasst hast. Wie gesagt, beide Tabellen findest du unten in der Beschreibung, kannst du frei nutzen, du hast die Erlaubnis. Und ich hoffe, dieses Video war dir hilfreich. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst und auch sehen willst die anderen Steuern, da werde ich in naher Zukunft auf jeden Fall auch Videos dazu machen. Abonniere gerne diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Tschüss.